Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelieraltär. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich, wie ihr seht, zwei ganz besondere Gäste dabei. Zum einen den Luca von der Uhrenfabrik. Herzlich willkommen, Luca. Danke dir. Und wen hast du mitgebracht? Ja, ich habe dir den Jackson mitgebracht. Ne? Ihr wolltet ihn unbedingt sehen. Ich habe gesagt, komm, ich habe ihn gefragt, ob er Zeit hat. Ne? Wahre Prominenz am Start. Außerdem wollen wir euch heute eine Uhr vorstellen. Ihr habt vielleicht einen Titel gesehen. Es geht um eine ganz besondere Uhr. Wir haben sie heute zum ersten Mal reinbekommen von Breitling. Und zwar die Breitling Super Ocean Heritage 57. Ganz stabiles Teil. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, der Luca glaube ich auch. Genau. Und wir wollen jetzt gemeinsam über die Uhr sprechen. Ja, was ist dein erster Eindruck gewesen? Ja, also als ich die Uhr ja bei dir jetzt gesehen habe, das erste Mal jetzt hier auf dem Tablet, muss ich schon sagen, ist schon... Also was direkt auffällt, ist wirklich dieses Vintage-Feeling. Ne? Mhm. Also man merkt sofort die Verarbeitung, es ist alles filigraner, flacher. Man kennt es so nicht von den neuen Uhren, finde ich. Ne? Also gerade bei den aktuellen Uhren merkt man, es wird immer mehr aufgeblasen, gerade in den letzten 10 Jahren. Ja. Immer mehr größer, weiter, schneller. Und hier, muss ich sagen, geht Breitling einen ganz anderen Weg. Also hier ist man wirklich mal wieder so zurückbesinnen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Back to the roots. Ich persönlich bin Fan von dem Logo. Ja, viele Hardcore-Breitling-Fans sagen, ey, holt doch bitte das alte Logo. Man darf aber nicht vergessen, das ist eigentlich das wirkliche alte Logo. Also genau, das ist das Logo, das ist das Breitling B, was ihr da drauf seht. Das Logo wurde in den 40er Jahren eingeführt tatsächlich, als Willy Breitling aus der Breitling-Familie. Ich glaube, das war die dritte Generation schon an der Macht war. Und der ist damals den Umschwung gegangen von den instrumentellen Uhren hin zu stylischen, urbanen Uhren. War damals vor allem mit der Premier-Kollektion so. Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein Design-Aspekt, der mir auch gut gefällt. Grundsätzlich, das Ziffernblatt gefällt mir ziemlich gut. Du hast eine richtig schöne Symmetrie. Ich finde den Sonnenschliff drauf top. Und was mir persönlich gut gefällt, auch was die Symmetrie hält, ist, dass hier kein Datum dabei ist. Richtig, genau. Also ich bin auch ein Fan von Uhren ohne Datum mittlerweile, weil ich muss wirklich sagen, da gebe ich dir recht, die Symmetrie würde es vielleicht jetzt stören, wenn da ein Datum ist. Ja. Klar, praktisch ist ein Datum, ne? Aber ja, was auffällt ist, die Form typisch Diver, aber trotzdem untypisch Diver. Absolut. Ne? Ich hab mir auch aufgeschrieben, es ist ein Fashion-Diver irgendwo. Ja, genau. Weil es ist keine Uhr, mit der man wirklich ins Wasser gehen sollte. Weil wir haben hier, da würde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber 100 Meter Wasserdichtigkeit, was nicht sonderlich viel ist. Es ist wirklich eine Reinkarnation. Es nennt sich ja auch Capsule Collection von Breitling, von der Variante aus 1957. Das ist wirklich super naturgetreu nachgestellt. Wenn ihr euch die alten Bilder mal anguckt, da würdet ihr sehen, super viele Elemente. Die Indizes, die applizierten und diese Form der Indizes, die Zeiger, sind komplett auf dem aufgebaut, was sie damals hatten. Und deswegen sehr, sehr nah am Original. Auch die Lünette, du hast sie eben schon angesprochen, diese konkave Lünette, die zum Ziffernblatt hin sehr abfällt. Das ist echt was, was man nicht so oft sieht. Ich glaube, Rado hat dieses Jahr tatsächlich eine Uhr rausgebracht. Genau. Aber es wirkt auf Bildern, finde ich, nicht so cool, wie es in echt wirkt. Deswegen, wenn ihr hier in der Nähe seid, in Köln, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Denn ihr kennt auch mein Motto immer, ich sage es immer wieder, schaut euch die Uhren live an. Mhm. Ne? Weil klar, ein Katalogbild, da ist ein Katalogbild, sieht immer gut aus, sage ich mal. Ja. Oder man sagt auch, die ist zu aufgeblasen, die ist zu flach. Wenn ihr euch die Uhr live anschaut, das ist immer was anderes. Vor allem am Arm. Und dann könnt ihr immer noch eher entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Was ich besonders gut finde hier, wie du schon sagst, dieses Thema Vintage so geschickt umzusetzen, dass es aber nicht aussieht wie, ich muss jetzt unbedingt gewollt Vintage machen. Ja? Ja. Und es muss jetzt so eine Fake-Lung drauf oder sowas. Ich bin da gar kein Fan von. Hier finde ich, ist es toll, man hat wirklich so eine Reinkarnation rausgebracht, die modern ist, stylisch, trotzdem diesen alten Charakter hat. Ne? Ja. Und wie du schon sagst, das Blatt, wenn man das gegen das Licht jetzt hier hält, vom Sonnenschliff her, dann ist es manchmal auch matt, wirkt es manchmal matt, dann wieder tiefblau. Die Lünette ist aus Keramik. Die Lünette ist aus Keramik, also auch trotzdem moderne Materialien drin. Genau. Und beidseitig drehbar, finde ich persönlich ganz witzig, weil hatten die alten Vintage-Uhren nun mal auch. Ja, ne? Rastet nicht ein, vielleicht dazu auch noch. Es ist gleitend. Ich finde es eine super charmante Uhr, die ich mir auch gut vorstellen könnte am Anzug. Ja, mit einer Jeans, Poloshirt. Und genau das ist es halt. In einer Welt voller sehr, sehr sportlichen Diver. Ich denke jetzt an die Super Ocean von Breitling vielleicht oder auch an eine Hydro Conquest von Longines oder auch die sportlichen Omega Diver. Ja. Da ist das wirklich eine dressige Variante. Auch ich finde vor allem die Proportion, wenn wir vielleicht übergehen ins Handling. Wir haben hier 42 mm im Durchmesser und nur 9,9, also
nennen wir es beim Namen, 10 mm in der Höhe. Ja, das ist sehr flach. Das ist super flach. Ja. Und dann dazu noch die gebogenen Hörner, wenn du das mal guckst. Das passt sich so gut an und geht dann in dieses gefühlt integrierte Milanese-Band über, was sich auch nochmal anpasst. Also das, die Uhr, glaube ich, verschwindet sofort unter jeder Manschette. Also ich finde... Persönlich, wie du gerade sagst, ist es ein Fashion-inspirierter Diver. Breitling kommuniziert das Ganze, hat das ja in einem Webcast vorgestellt, ja, mit der Surfer-Spirit aus den 60er Jahren. Finde ich eine coole Sache, passt auch gut dazu. Ist auch so. Aber trotzdem modern interpretiert. Ja. Und ich finde, sie ist, wie gesagt, nicht so gewollt vintage, sondern gut gemacht. Trotzdem in die Moderne mit reingetragen, mit modernen Materialien, trotzdem sehr flach. Also gerade für die Leute, die sagen, ey, mir ist das alles zu viel, zu aufgeblasen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist aufgeblasen, sondern im Gegenteil, das ist sehr fein verarbeitet. Und was du gesagt hast, fand ich sehr wichtig mit dem Milanese-Band. Das ist wirklich, das sieht so integriert aus, ist es aber nicht. Mhm. Und das ist, also ich habe selten so ein gutes Milanese-Band gesehen, was auch so feingliedrig ist und gut verarbeitet ist. Kommen wir zu Schließe? Ja, Schließe, Butterfly-Schließe. Vielleicht, wenn wir hier mal, wir haben ja auch noch hier die andere Super Ocean, die normale Kollektion, die ja auch parallel fortgeführt wird. Ne? Das ist kommt on top. Die auch, ich sag mal, die Zeiger vor allem sind da ja relativ ähnlich, die Indizes auf der Lünette. Also man erkennt schon, dass das eine Familie ist, eine Designsprache. Mhm. Aber das Band ist hier deutlich robuster bei der älteren Variante. Ja. Und wir haben hier diese einseitige Fallschließe mit Sicherheitsdrücker. Und dann auch hier, wie du sagst, ist es eine dressigere Uhr, deswegen Butterfly-Schließe. Ist schon... an meiner Aquaterra habe ich auch so eine Butterfly-Schließe. Ja. Hatte ich vorher noch nie. Mhm. Und ich muss sagen, im Alltag finde ich das schon sehr praktisch. Auch in einer Welt, wo die sportlicheren Diver wahrscheinlich eher, wo man die Feinverstellung braucht und sowas, ist das bei der nicht gegeben, aber es hat auch einen anderen Grund. Also hat auch einen anderen Anlass. Du gehst damit wirklich nicht tauchen. Also die würde sich keiner über den Neoprenanzug anziehen. Würde ich, genau. Das ist es so, ne? Also das ist wirklich, auch die Krone muss ich sagen, sehr fein, sehr klein, aber schön verarbeitet mit dem B da drin. Alles in allem die Verarbeitung, gut, typisch Breitling top. Ne? Also das kann man so nicht sagen. Ne? Also du hast zu der Krone, gutes Stichwort, die ist nicht verschraubt, was auch bei Divern heutzutage eigentlich super selten ist. Ja. Aber dadurch, weil sie halt unter dieser konkaven Lünette ist, kommst du trotzdem gut ran und kannst die Uhrzeit trotzdem gut einstellen. Ich finde auch den Grip, kannst du einmal probieren. Also, die hat nicht so viel Spiel, ich hatte auf jeden Fall schon deutlich Uhren am Handgelenk mit deutlich mehr Spiel. Ja, das stimmt. Also auch wenn du die Zeit verstellst, ich finde, fühlt sich gut an. Und letztens noch das Thema, das Saphirglas. Du hast eben gesagt, die Keramiklünette, die nach unten hin abfällt. Genau. Aber dann das Saphirglas. Das Saphirglas, was dann wieder gewölbt ist und erinnert an diese Plexischarm, ne, der 60er, 70er Jahre. Also ich werde sie jetzt mal hier mal ummachen, aber ich muss sagen, sie macht schon Spaß. Ne? Auf jeden Fall. Oh, wir sind wieder auf. Ja, dass die Butterfly-Schließe manchmal. So. Also ich finde das Blau. Das hat schon was, ne? Die gibt es aber in verschiedenen Blattvarianten. Genau, die gibt es auch noch in Schwarz. Okay. Also das ist zumindest die normalen Varianten sind so. Dann gibt es natürlich noch die Rainbow, die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Das war eine Boutique-Only-Edition, okay. Ich glaube 250 limitiert. Habe ich leider nie die Hände drauf gekriegt, aber vielleicht irgendwann mal. Aber in der Variante jetzt in Blau und dann gibt es die noch in Schwarz, auch natürlich mit dann der schwarzen Keramiklünette. Also ich finde das Breitling-Logo mit dem B, das ist goldig. Ne? Also ist ja in Gold fast geil. Ja. Also das ist im Licht, je nachdem wie man jetzt hier so, und so schön flach, ne? Die verschwindet hier unterm Sakko oder unterm Hemd, ne? Also das ist sehr dezent, nicht dick auftragend und trotzdem sehr edel. Also ich habe selten eine so edle Breitling erlebt, ne? Weil Breitling ja schon eher, hier bin ich, ne? Das ist auch so das Image, ne? Ja, wo man sagt, Mensch, hier bin ich, mutig und nach vorne Sport. Und die ist wirklich, hey, ne? Ich bin da, filigran. Ich bin fein, filigran, ich mache auch Sport gerne mit, aber kannst mich auch zum Anzug tragen. Ja, und ja. Das ist so, so kommt das rüber. Finde ich super, ja, gut zusammengefasst. Die Zeiger sind komplett Super Ocean Heritage-like, also du hast diesen Pfeilzeiger für die Stunde. Der Minutenzeiger ist 1:1 das, was damals 57 vorgestellt wurde. Also wirklich Vintage mit modernen Materialien, Saphir und Keramik und wirklich einer coolen Verpackung, die einfach gut ans Handgelenk passt. Was mir auffällt, ist also die Ablesbarkeit, die ist wirklich sehr gut. Ne? Also das hätte ich nicht gedacht. Gerade bei so filigranen Uhren denkt man ja immer, ne? Also die Ablesbarkeit, also ich finde die Indizes sind sehr, sehr, die sind im Weißgold gehalten. Ne? Das ist Stahl. Das ist Stahl, Weißgold. Okay. Ja, okay. Aber sind sehr, sehr gut ablesbar, auch hier der Zeigersatz, also top, das ist, kann man nicht anders sagen. Schön, dass es dir gefällt. Was ist da jetzt für ein Werk drin? Da ist das
Kaliber 10, das Breitling 10 drin. Das okay. ist, am Ende ist es ein ETA Basis 2892. Mhm. Ich habe da mit unserem Uhrmachermeister mal drüber gesprochen. Der hat mir hier so ein Blatt ausgedruckt von ETA, die Daten. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Ja. Das Basiswerk, was eigentlich nicht mehr wirklich herausgegeben wird, dann gibt es das Elaboré, das Top und das Chronometre. Mhm. Das heißt, Breitling bezieht hier das Chronometre, also ein Chronometer-zertifiziertes. Das ist halt super fein reguliert. Ist dann auch mit einer Seriennummer versehen, die dann beim COSC war. Und ja, also es ist eine ETA-Basis, aber trotzdem das Material der Zugfeder wurde aufgewertet und das Material der Unruh tatsächlich. Also um hier einfach diese Präzision reinzubringen. Gut. Ja, zwar kein Manufakturkaliber, aber dafür trotzdem, du hast hier 42 Stunden Gangreserve drin. Und da das Uhrwerk so flach ist, und deswegen wurde sich auch dafür entschieden, haben sie es halt geschafft, auch das Case nur so 10 mm hochzubauen. Ja gut, irgendwas, ich sag ja immer, ne, man muss ja auch mal Kompromisse eingehen. Das in dem Falle ist es vielleicht auch sogar mehr Vintage, weil sie ja nun mal ETA-basiertes Werk hat, haben ja damals die alte auch. Ja. Also insofern ist das schon gar nicht mal verkehrt. Aber was kostet denn sowas? 4,5 am Stahlband, an diesem feinen Milanesband. Okay. Oh, das ist gut. Was, also ich finde Breitling grundsätzlich, also sowohl die hier, die normale Super Ocean Heritage, ist auch eine Uhr, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Da bist du auch unter 5. Hier natürlich sogar mit dem Manufakturkaliber von Tudor drin. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber und bei der hier bist du bei 4,5 für so ein komplett neues Modell, auch Keramiklünette, Saphir. Und am Lederband bist du bei 4.000 Euro. Glatt. UVP, ja, glatt. Also 500 Euro. Das ist schon ordentlich, weil ich meine, du hast ja hier einer der Top-Marken dann, ne? Breitling. Genau, und vor allem, ich glaube, es spricht auch eine Zielgruppe an, die nicht so Breitling gekauft hat in der Vergangenheit vielleicht. Genau. Ne, die dann für den Navitimer auf Breitling gegangen ist, aber bei der Variante kann ich mir vorstellen, dass es auch echt die Leute anspricht, die sagen, ich will eine Taucheruhr haben, aber es muss jetzt nicht so ein Klopper sein, mit dem ich wirklich unter Wasser gehen muss, weil die meisten Leute, die meisten Kunden, mit denen ich spreche, sagen, hey, ich gehe mit der Uhr eh nicht tauchen. Tauchen die keine 300 Meter, oder? Ich habe es mal versucht, aber hat nicht lange gehalten. Nee. Also schöne Uhr, muss ich sagen. Dankeschön. Freut mich, dass sie dir gefällt. Deswegen dachte ich mir, lade ich dich ein, um das Ding zusammen vorzustellen. Ja, klasse Uhr. Ich habe geschrieben, Fashion Diver im Vintage-Style, Surfer-Style der 60er Jahre. Ich glaube, gutes Paket. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch die Uhr gefallen hat, lasst uns gerne ein Like hier. Natürlich besucht Luca, wo erreichen die Leute dich? Ja, und zwar unter der Uhrenfabrik, auf YouTube auch oder auf Instagram, auch unter Radu TV. Also ja. Viel Präsenz. Viel Präsenz. Auf Twitch auch noch. Ja, der Luca ist gut unterwegs. Da wird es nie langweilig. Da könnt, wie ihr heute schon gemerkt habt, auch die Livestreams sind immer sehr unterhaltsam. Also schön, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeigekommen bist. Danke, dass ich da sein darf. So. Klar. Und lass uns noch ein paar Videos machen. Ich hoffe, wir sehen euch in diesen Videos. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wenn ihr Interesse an der Uhr habt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.